Es gibt einen frommen Spruch, der Herr ist mein Hirte. Den konnte man in diesen Wänden lesen. Manche Person hat das im Unterricht noch auswendig müssen lernen, der 23. Psalm. Ich stand ihm etwas kritisch gegenüber. Dort steht, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir meinen Tisch. Ein bisschen eine strube Vorstellung. Und ich habe den Eindruck, gerade das muss man nicht auswendig lernen. Ein anderer Vers, den ich dann wieder irgendwie schätze, ist, auch wenn ich wandere durch das finstere Tal, du bist mein Stecken und mein Stab. Also das Vertrauen zu Gott, das man überkommt, wenn man eine schwierige Zeit im Leben durchlebt. Das finstere Tal, das kennen wir alle in unseren Biografien. Und das wiederum durch mit dem wichtigen Teil des Glaubens, dass man in diesen dunklen Zeiten das Vertrauen nicht verliert, das Licht am Horizont oder eben am Ende des Tunnels wagt zu schauen und die Hoffnung behaltet. Die Gassen in der Altstadt können mir manchmal vorkommen, wenn es regnet oder zu Nacht, wie so ein finsteres Tal. Auf der anderen Seite ist es eindrücklich, wie zu dieser Zeit, wo die Häuser gebaut wurden, die Leute sind zusammengerückt, einander haben warm gegeben, wahrgenommen und Begegnungen eben nicht geschochen. Da ist das Ideal unserer Zeit mit dem eigenen Häuschen um einen Zaun drum ein bisschen andere. Nachts zusammenrücken, einander die Wärme gönnen und irgendwie schauen, dass wenn es stürmt, dass man sich der eine oder andere kann lernen kann, wäre das Beispiel von den Altstädten. Und ich denke, das würde unserem Zeitgeist wieder ein bisschen gut tun, der Rückzug auf sich selber. Die egomane Art von diesen Diktatoren, totalitärisches System wieder zu fördern, ist etwas Bedrohliches und da können die Gemeinschaft gemeinsames Unternehmen etwas entgegenhaben. Ich habe den Eindruck, dass der Psalm im Neuen Testament irgendwie wieder leid ist worden. Immer auf Begegnung aus ist die Gemeinsamkeit ein Dauerthema in den Evangelien. Und ich finde es immer nötiger in unserer Zeit, dass die Möglichkeit zum Dialog betont wird, dass es zumindest Menschen gibt, die es wagen oder den Gedanken vertreten.